Ein sportliches Rad für die schlechte Jahreszeit. Heute geht es um das Camino Pro von Stevens. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Es geht heute um das Camino Pro. Was ist das Camino Pro? Es ist ein Gravelrad. Was ist Gravel? Das sind Rennräder, die man auch im rauen Gelände einsetzen kann. Also raues Gelände natürlich jetzt nicht direkt im Mountainbike-Bereich, könnte man teilweise auch, aber macht nicht ganz so viel Sinn, denn man hat einfach eine ganz andere Sitzposition. Dieses Rad ist jetzt die höchste Stufe, die ihr bei Stevens als Gravelrad bekommt, das ist das Camino Pro in der Pro-Version. Es gibt auch noch eine Version darunter, das ist das Camino, das ist dann leicht rötlich. Das hier ist, wie gesagt, jetzt die höchste Ausbaustufe des Caminos. Ich würde sagen, wir schauen uns das Rad mal von vorn bis hinten kurz an. Und einen Test gibt es natürlich auch noch, der kommt dann ganz zum Schluss. Los geht's. So, wir gehen da ein bisschen schneller drüber, nicht so ausführlich wie sonst, denn wir haben euch das Rad ja schon mal in so ein, zwei Videos ansatzweise vorgestellt. Heute soll es einfach nur noch mal um die groben Specs gehen, die dieses Rad aufweist, aber der Test ist eigentlich noch das viel Wichtigere. Kommen wir zur Front. Wir haben hier eine SL-Gabel, also eine Vollcarbon-Gabel, mit allerdings dem Vorteil, wir haben hier noch Schraubpunkte, also hier an der Seite sind drei Schraubpunkte, da könnt ihr eure Ortliebtaschen zum Beispiel vorne mit hinhängen. Wir haben auch Ösen, also hier unten ist eine Öse dran, hier oben ist auch noch im Gewindeloch dran. Ihr könnt hier quasi auch noch Schutzbleche sogar hinbauen, das wäre da auch möglich. Also von dem her seid ihr hiermit eigentlich sehr universell unterwegs. Man kann sehr viel anbauen. Also ihr könntet das auch als Pendlerrad zum Beispiel nutzen. Die Laufräder sind die G1800 Spline von DT Swiss, sind die Gravel-Laufräder in der Alu-Variante, also kein Carbon, sind ganz normale Alu-Laufräder. Und wir haben hier 40er Reifen drauf. Sind natürlich, heben sich ein bisschen ab mit diesem Skinwall da an der Seite. Ich finde das immer sehr schick. Wenn ihr eine andere Meinung seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde das immer schick, wenn es solche Reifen gibt. Ein bisschen klassischer Einschlag. Aber es sind auf jeden Fall 40er Reifen drin. Vorne würde sogar noch ein viel breiterer Reifen reingehen. Also so wie das ausschaut, wäre da auf jeden Fall fast sogar noch ein 44er mit möglich. Allerdings, wenn ihr natürlich damit Schutzblechen fahren wollt, dann sollte der Reifen nicht allzu breit sein. Kommen wir mal hoch zum Cockpit. So, kommen wir zum Steuerbereich hier oben. Wir haben einen FSA-Vorbau, der von Stevens immer gern verwendet wird, weil da die Kabel unten reingehen. Also das heißt, ihr habt hier vorne, wenn ihr von oben drauf schaut, erstmal keine Kabel. Es ist echt schick anzusehen. Und wie gesagt, die gehen hier unten rein, gehen dann in den Steuersatz und dann so nach unten oder durch den Rahmen durch. Wir haben den Scorpo Gravel Lenker. Der ist jetzt nicht so sehr Gravel, wie man es kennt. Also wir sind hier eher im etwas schnelleren Bereich unterwegs. Der hat eine Ausstellung, also einen Flair von 8 Grad und nicht wie heutzutage fast schon üblich 12 Grad. Es ist halt, wie gesagt, Stevens und die sind immer noch im Rennradbau eher beheimatet. Und deswegen ist auch alles immer ein bisschen schneller bei denen. Geschalten und gebremst wird mit den Shimano GRX 810er Hebeln. Das heißt, wir haben hier keine DI2, sondern wir haben hier eine klassische Seilzugschaltung. Die GRX 810er Hebel fassen sich echt super an, haben eine breitere Auflagefläche als die Ultegra Hebel. Deswegen ist natürlich auch, wenn ihr mit Handschuhen fahrt oder sowas, wesentlich angenehmer zu fahren. Gehen wir mal zum Rahmen. So, kommen wir zum Rahmen, das Herzstück des Ganzen. Ihr seht schon sehr klare Linienführung, also wir haben hier keine harten Kanten drinnen. Es ist alles ein bisschen mit so leichten Übergängen, ist natürlich aus Vollcarbon. Dadurch lassen sich solche Übergänge wesentlich schöner designen. Es geht los bei Größe 48, 51, jetzt muss ich spicken, 54, 56, 58 und 61. Also ihr habt hier extrem groß und mit 48 eigentlich auch einen sehr niedrigen Rahmen zur Auswahl. Das hier ist jetzt die Größe 54, passt mir natürlich optimal, deswegen wähle ich immer gern die 54. Ihr habt hier die Möglichkeit, verschiedene Flaschenhalter zu montieren. Wir haben wieder drei Punkte, das heißt, ihr könnt groß, klein, ihr könnt sämtliche Sachen hier hinspaxen. Ihr könnt natürlich auch eine Rahmentasche noch verwenden. Wir haben hier auch nochmal zwei Punkte, das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, zwei Flaschenhalter parallel zu fahren. Hier oben sind nochmal zwei Anschraubpunkte für diese Taschen, die ihr hier oben hinbauen könnt. Und was ihr hier jetzt auch seht, was ich immer sehr schick finde bei Stevens, ist, dass die Sattelklemme nicht mehr hier oben drauf liegt, dass ihr da so eine
altertümliche Klemme habe, sondern das ist richtig schön hier im Rahmen integriert. Da ist eine Schraube drin, die macht ihr auf und dann könnt ihr die Sattelhöhe verstellen. Wenn wir jetzt ein bisschen nach hinten gehen, diese Streben hier hinten, die sind extrem flach ausgelegt. Hat natürlich auch wieder den Sinn, dass ihr hier so ein bisschen in diesem hinteren Bereich einen gewissen Flex erzeugen könnt. Also ihr habt hier die Möglichkeit, dass es dann doch nicht so hart die Schläge durchkommt. Und wir haben hier so eine Brücke, die ist nur angeschraubt. Das heißt, ihr habt hier auch wieder einen Anschraubpunkt. Ihr könnt dann da quasi auch euer Schutzblech theoretisch befestigen. Das ist natürlich dann auch möglich. Ihr habt ja dann diese Brücke, die könnt ihr auch rausbauen. Also ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass die, glaube ich, drinnen ist. Aber man kann sie bei Bedarf hin und wieder abbauen. Gehen wir mal zur Schaltung. So, geschalten wird mit der GRX 812. Wir haben vorne ein 32er Kettenblatt und hinten haben wir eine Kassette mit 42 Zähnen. Also ihr habt hier schon gut auch leichte Gänge, die ihr da treten könnt. Das heißt, es ist auch, wenn es ein bisschen matschig ist oder sowas, habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr da auch wieder leicht rauskommt. Das Schöne an der GRX ist ja, dass ihr seht schon, man muss wahnsinnig Kraft aufwenden, um diesen Dämpfer hier zu bewegen. Das ist der Vorteil eben, wie gesagt, von der GRX, dass ihr, wenn ihr im rauen Gelände unterwegs seid, dass da halt auch wirklich nichts hüpfeln kann. Also der Gang verstellt sich nicht und ihr habt hier auch wirklich keine Bewegung mehr drinnen. Was ich schön finde, ist, hier vorne haben wir noch eine Kettenführung. Also da, wo normalerweise der Umwerfer hinkommt, ist hier jetzt bloß eine Kettenführung. Wir fahren das Ganze sehr einfach. Das heißt, die Kette kann vorne auch nicht runterhüpfen. Und wir haben hier die Easton SL Kurbel aus Carbon. Also ihr seid hier auch auf dem leichtesten Teil unterwegs. Das ist die EC90, glaube ich. Genau, das ist eigentlich... Ja, die Bremsen fehlen noch. Das sind die 810er von Shimano. Also ihr seid hier auch wieder im GRX-Bereich unterwegs. Dieses ganze Rad ist von vorn bis hinten mit GRX ausgestattet. Also da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. So, und bevor ich es vergesse, es gibt noch ein paar Rohdaten zu diesem Rad. Der Rahmen wiegt 1200 Gramm. Also das ist schon wirklich wenig, also 1,2 Kilo für den Rahmen. Dann haben wir das Gesamtgewicht des Rades, da liegen wir bei 8,5, also wir sind weit unter den 10. Das ist schon Wahnsinn, wie leicht die Räder mittlerweile geworden sind. Also für den groben Einsatz auch ein Rad locker unter 10 Kilo. Wir haben Systemgewicht, also maximales Systemgewicht von 130 Kilogramm. Das ist bei einem Rad von 8,2 Kilo, da dürft ihr dann auch locker noch 120 fast wiegen. Also von dem her ist das alles in Ordnung. Pedale sind da aber nicht mit eingerechnet. Das heißt, da müsst ihr dann aber auch schon richtig leichte Pedale nehmen. Ansonsten gibt es dieses Rad auch als Rahmenkit. Also ihr könnt quasi Rahmen und Gabel auch erwerben. Da liegen wir bei 1.999 Euro. Und das Rad, so wie es hier jetzt steht, liegt bei 3.199 Euro. So, das war es jetzt mal kurz zu dem Rad. Wie gesagt, der Test ist wesentlich wichtiger, deswegen gebe ich jetzt ab zu mir in die Kälte. So, kommen wir zum Testfazit des Camino Pro von Stevens. Es ähnelt stark dem Super Prestige, allerdings dann doch nicht so ganz. Ich finde, dass es ein bisschen satter liegt. Es hat einfach ein bisschen mehr Radstand. Die Kettenstreben sind ein bisschen länger. Von dem her liegt es einfach ein bisschen satter, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Da ist das Super Prestige dann schon eher ein bisschen auf der wendigeren Seite und eher verspielter. Mir persönlich gefällt das Verspieltere besser. Allerdings, wer ein Rad sucht, wo er alle Optionen offen hat, der ist bei diesem Rad mehr beraten. Weil er hat nämlich hier verschiedene Anschraubpunkte, wir können viel Gepäck auch mitnehmen. Und es wirkt insgesamt ein bisschen flexibler als das Super Prestige zum Beispiel. Mir persönlich gefällt das Super Prestige ein bisschen besser, weil es einfach ein bisschen wendiger ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Es gibt Leute, die präferieren eher diesen langen Radstand und eben einfach dieses sattere Fahren. Ich bin halt eher so ein bisschen auf der wendigeren Seite. Alles in allem ist das ein wahnsinnig geiles Rad. Es liegt super satt auf dem Trail, also ihr könnt hier richtig hart über die Wurzeln fahren. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so agil dann immer noch auch im ruppigen Gelände ist. Der Vorteil ist halt, hier kann ich 45
Penske Reifen drauf machen. So kann ich noch ein bisschen flexibler ins Gelände gehen, kann noch ein bisschen mehr mit dem Luftdruck spielen und somit habe ich auch ein bisschen sanfteres Fahrgefühl. Da sind dann diese Cyclecrosser eher so ein bisschen auf der härteren Seite. Die sind aber auch für einen anderen Einsatzzweck. Alles in allem ein wahnsinnig geiles Gesamtpaket. Es macht super Spaß, damit zu fahren. Es gibt es, wie gesagt, in zwei Versionen. Eine etwas günstigere Einstiegsversion. Das ist die top ausgestattete Version. Wer es haben will, bei uns melden unter www.fitbikes.de und wir schauen, ob wir noch ein paar organisieren können. Die sind nämlich echt schnell ausverkauft. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bis bald. Ciao.